Ja, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom in der Höhle von Jodwerde. Da haben wir in der letzten Folge Piraten vertrieben bzw. besiegt. Das ist noch das Piratenschiff. Und jetzt versuche ich hier nach oben zu kommen. Mal sehen. Ja. Da noch nicht Blutmond war, ist hier noch alles ruhig. Sieht wie ein Krogstein aus. Zumindest höchst verdächtig. Ja, ich hab dich gefunden. Achtung, da unten. Okay. Eine Kanone. Wie ging das nochmal? Spätestens eigentlich nur, ach so, Mitternacht durch. Deswegen ist hier so finster. Sonst noch was hier? Nee. So, gucken wir uns nochmal auf der Karte um. Ich soll wieder zu ihm gehen. Ihm Bescheid sagen. Dort. Kann ich es vielleicht auch gleich mal Tag machen, oder? Naja, man kann, vielleicht schläft er ja. Ach nee, kann nicht Tag machen, weil alle Feuer aus. Rückzug oder Risiko? Pass auf. Hey. Na, irgendwas ist passiert. Das steht dir ins Gesicht geschrieben. Ja, die vernichtet. Auf der Rückseite der Insel gibt es eine Höhle, in das sich das Piratenschiff zurückgezogen hatte. Und du hast die Piraten einfach so angegriffen und besiegt? Unglaublich. So ganz allein? Wirklich Wahnsinn. Davon sollte ich mir als Mitglied der Monsterwehr ein Stück abschneiden. Mir gehen die Nerven einfach zu leicht durch, aber dank dir haben sie sich erstmal beruhigt. Oh. Ah, dafür, dass du dein Leben riskiert hast, musst du natürlich eine Belohnung bekommen. Hier, nimm das als Zeichen meines Dankes. Blauer Leune Säbelhorn. Eines der beiden Hörner eines blauen Leunen, muss ich gar nicht besiegen, mit scharfen Kanten an einer Waffe befestigt, erhöht die Angriffskraft spürbar. Koch es. Nee, mache ich nicht. Ich koch's nicht. Hehe, war das vielleicht ein kleiner Schock für dich, dass meine Belohnung wertvoller ist, als du dachtest? Ja. Ich habe das Ding auf einer früheren Mission für die Monsterwehr aufgegabelt. Bis zum heutigen Tag habe ich es als Glücksbringer behalten. Dir wird es sicher mehr nützen als mir. Jetzt muss ich nur noch einen Bericht der Ereignisse hier erstellen und dann werde ich die Insel schnurstracks verlassen. In Zukunft möchte ich dann versuchen, nicht mehr so ein Angsthase zu sein, sondern eher so wie du. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Es wäre schön, wenn wir uns mal wieder treffen. Ich bleibe noch hier. Ist sonst noch was? Ich arbeite noch an meinem Bericht für die Monsterwehr. Sobald er fertig ist, bin ich runter von der Insel. Mir scheint, dass es eine Weile dauern wird, bis ich alle Fakten beisammen habe, denn die Insel ist groß. Jedenfalls bleibt mir auch noch ein bisschen Zeit, um die Insel zu genießen und mich zu erholen.
Ja, dann gucken wir mal hier in das Loch, aber ich würde mal vielleicht eine andere Waffe ausrüsten. Dass ich mal immer hier mit dem Miasma meine Statistik zerhau. Also ich habe das mit dem. Ach nee, das mit dem Prügel, das ist der Gamma-Mittelblock-Hammerschwert. Das ist mit einem Schwert vom Dingsbums, vom Ganondorf. Und das ist mit einem Sonau-Ding. Das ist besser. Kann man werfen. Aber wir nehmen jetzt die 42er Lanze, obwohl ich Lanzen mag. Die ist aber sehr haltbar, ja? Was auch nicht schlecht ist. Gamma-Elita-Klinge. Oder geht das Ding schon wieder? Wir nehmen das Master-Schwert. So. Jetzt gucken wir mal, was hier unten ist. Haben wir das schon vielleicht? Karte gucken. Schwupp. Nee, alles finster. Weit und breit nichts zu sehen. Mal sehen. Abgrund auf Jodwerde. Ist irgendwo ein Lichtlein. Da ist eine Art Fahrstuhl. Arena der einsamen Insel. Hier gibt es eine Arena, aber bevor ich die Arena mache, würde ich erst gerne mal Licht machen. Ach so, Licht. Dumm. Muss ja in der Nähe des Dings hier sein. Also da lang. Nee, nicht hier. Hier ist eine Wand. Okay, wo war jetzt das Schreien? Da drüben. Das soll es hier direkt unter uns eigentlich eine Lichtwurzel geben. Wunderbar. Dann ist mal im Dunkeln hier in der Arena um unser Leben kämpfen. Nicht wissen, was wir machen. Ist besser. Aha. Ja. Gucken wir uns gleich noch mal an. Arena der einsamen Insel. Und von hier sind wir gekommen. Aha. Was ist das? Das ist wahrscheinlich der Fahrstuhl. Fahrstuhl, aber wenn ich es so mache, muss ich nicht rauskommen. Ui. Ist hier was Lohnenswertes? Ein Flieh hier. Wir gucken uns jetzt mal an. Wir können ja ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen.
Ach, da will bestimmt dieser Ringer jemanden fliegen lassen. Ah. Was gibt's? Wolltest du mit Branly sprechen? Branly? Ach, das ist der Typ, für den wir fliegen mussten im Breath of the Wild. Oh, hier trifft man sonst nie jemanden. Was führe ich denn her? Abenteuer, sagst du? Und das auf einer abgelegenen Insel wie dieser? Ich bin ein Forscher und mein Fachgebiet ist das Fliegen. Als ich nach einem passenden Ort für meine Forschung gesucht habe, ist mir Mimo hier begegnet. Mit seiner Hilfe bin ich auf diese Insel gekommen. Ich finde es faszinierend, dass es Leute gibt, die fliegen möchten, obwohl sie keine Flügel besitzen. Interessierst du dich vielleicht für meine Forschung? Erklär es mal bitte. Du willst also eine Erklärung? Damit hätten wir wohl anfangen sollen. Ich muss mich entschuldigen. Mimo, sei doch so gut. Ah. Siehst du den Gleiter dort? Dieses Relikt ist vor kurzem vom Himmel gefallen. Unser Forscherfreund vermutet, dass es zum Fliegen verwendet wurde. Das Ziel seiner Forschung ist darauf, irgendwann ohne Einschränkungen fliegen zu können. Für diese Forschung möchten wir dich bitten, auf diesem Gleiter bis zum Ziel zu fliegen. Wenn wir einen echten Flug beobachten, können wir die besten Daten für unsere Forschung gewinnen. Man kann es ja mal probieren. Wo ist denn das Ziel? Na, hilfst du mir bei meiner Forschung? Bereit. Oh, ich bin dir äußerst dankbar. Allerdings ist unsere Forschung sehr kostenintensiv. Ist mir etwas unangenehm, weil du uns ja schon hilfst, aber könntest du unsere Forschung mit 20 Rubinen? Na gut. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mimo, sei doch so gut. Nur einen Augenblick. Alles bereit? Das ist das erste Mal, dass du mir bei meiner Forschung hilfst. Da ist zu Beginn eine Erklärung angebracht. Mimo, sei doch so gut. Schon wieder. Fliege auf diesem Gleiter. Das Ziel ist der Mittelpunkt dieser Kreise. Lande einfach so nah an der Mitte wie möglich. Der Gleiter ist nicht leicht zu steuern. Es kommt dabei auf eine gute Balance an. Du darfst nicht vom Gleiter absteigen, sonst erhalten wir keine verwertbaren Daten. Je näher du dem Mittelpunkt der Kreise kommst, umso besser die Daten, umso höher fällt auch deine Belohnung aus. Bist du bereit? Dann fliege für die Forschung. Flieg! Ich sollte auch mal was anderes anziehen, sehe ich gerade. Ach Mist, runtergerutscht. 4 Meter. Junger Mann, wenn du den Gleiter verlässt, ist das Experiment gescheitert. Ich bin nur runtergerutscht. Hey, das war so knapp. Na los nochmal. Das will ich jetzt nochmal wissen. Ach je, bist du ausgerutscht und runtergefallen. Das hilft meiner Forschung nicht weiter. Keine Belohnung. Ja, ich versuch's nochmal. Ja, willst du also meine Forschung nicht unterstützen? Ohne deinen Beitrag können wir nicht weitermachen. Ich war eigentlich gut und dann musste ich aber steil runtergehen. Ich muss eher in den Sinkflug übergehen. Ich war nur noch 4 Meter von. Inzwischen ist es auch hell geworden. Hier ist ins Wasser gefallen. Naja, gut. 15 Meter. Wäre ich vorhin nicht abgerutscht, aber was soll's. Hier ist das Ergebnis. 15,4 Meter vom Mittelpunkt des Kreises entfernt. Es war nicht ganz wie ein Vogel, aber schlecht war dieser Flug auch nicht. Das sollte mich bei meiner Forschung zumindest auf die richtige Spur bringen. Mimo, sei so gut, seine Belohnung.
ist es nicht einfach, den Gleiter zu steuern, nicht wahr? Aber du hast den Dreh raus. Hier ist die Belohnung, die Branly dir versprochen hatte. Okay, habe ich mein Geld wieder rein. Ich benötige nach wie vor neue Daten. Wie sieht's aus? Wirst du erneut fliegen? Erstmal nicht. Und das reicht dir vorerst? Also gut, ich werde hier fleißig meine Forschung weiterführen, komm wieder vorbei, um mit mir Forschungsgeschichte zu schreiben. Gut. Ich wollte aber jetzt eigentlich in den Untergrund. Achso, erstmal wollte ich mich umziehen. Schwupp. Weiß ja nicht, was da unten wieder Krasses auf mich wartet. So. Waffe habe ich, Master Schwert. Jetzt habe ich einen Bogen. Den hier können wir gleich mal weglegen, oder? Naja, nee, Bogen lassen wir. Angriffskraft plus 4 nochmal. Der ist haltbar. Wir nehmen den Bogen, das ist gut. Schild. Den Dreier können wir auch entsorgen. So. Wo war denn jetzt? Ich glaube auf der ganz anderen Seite der Insel, ne? Sind wir in der Richtung jetzt? Ja. Was ist denn das da drüben eigentlich? Man sieht nichts von hier. Kann auch was sein, aber muss nicht. Na gut, wir wollen jetzt hier lang. Gucken, stimmt der Richtung. Ja. Muss man genau hinkommen. Müsste es ja eigentlich hell unten sein. So, muss das ganze Ding mal an. Wollen wir das wirklich probieren? Naja. Es wird schon gut gehen, oder? Sehen wir, wie sieht es denn hier aus? Gibt es da auch so eine kleine Erhöhung? Ja, hier gibt es auch eine Erhöhung. Wo vielleicht sogar mit dem Deckensprung raus kann. Oh. Na gut. Das macht ja alleine. Oh, mein Kollege, das ist gerade ausgerastet. Na gut, wenn es nur... Ach, da ist noch einer. Kommt, schnappt den euch. Na gut, wenn wir am Schluss sind, dann weiß oder alle. Mal gucken, wie hat denn mein Masterschwert aktuell eigentlich für Angriffsstärke? Hoppla. 24, was 24? Ist aber nie viel. Ach Quatsch, das war nicht das Masterschwert. Es steht gar kein Wert da. Schade. Zwei. Okay. Komm, du zuerst mal ein bisschen aufmischen.
Überall die Felshammer rum. Ah, jetzt kommt der Weise und dann kommen sie vielleicht alle noch mal. Vielleicht könnt ihr den mal ein bisschen. Was hat denn der in der Hand? So, macht ihr auch mal was für euer Geld. Ja, genau. Gut gemacht. Okay, jetzt kommt von jedem einer. Der hat jetzt eine Metallkeule. Gemein. Master Schwert muss ich erholen. Oh, da kommt gleich einer gefallen worden hin. Noch einer hier. Ach, der schießt mit Bombenpfeilen. Deswegen knallt das hier so. Erstmal einsammeln. Holzpfeiler. Bockbogen. So ein Teil, nicht schlecht. So, das Blitzschlagschwert. So, dann gucken wir mal, was hier in der Mitte ist. Midnas Krone. Aha. Ein magischer Gegenstand, der einst eine Prinzessin der Schatten trug, als sie an der Seite des Helden kämpfte. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu erlangen ist. Oh. Ja, das gab es auch in Breath of the Wild. Aus Twilight Princess. Guck mal, wie es aussieht, ne? So. Da hier unten jetzt wahrscheinlich nichts mehr ist. Gehen wir jetzt in die Karte. Hoch. Turm am Spähposten. Check. So. So, jetzt machen wir unseren dritten Kreis zu. Drei volle Kreise für einen Endkampf. Wir finden uns ja kurz vor Ende des Spiels. Ich wollte halt noch ein paar Sachen machen, bevor wir dann wirklich ans Ende gehen. Aber viel mache ich nicht mehr. Also ich tue halt auch nicht mehr ewig rumprobieren, aber
Also es geht demnächst wirklich ins Schloss, wo wir eigentlich hin sollen. Aber ich würde noch 3 Schreine machen, dass wir noch einen vollen haben und dann geht's ins Schloss. Wo geht's denn hier raus? Auf der anderen Seite. Gar nicht viel Irrlichter mehr haben. Noch ein paar Irrlichter für dich. Wir könnten jetzt noch ein paar Donnerblumen. Ja, warum nicht? Für das Dunkelzeug haben wir alles kein. Und einen müssten wir noch finden für das Oberteil. Aber ja, jetzt der Mietnase, das wären auch 3. Ne? Wir nehmen Donnerblumen mit. Wie viel können wir dafür kriegen? 6. Naja. Was wollen wir denn mit den Irrlichtern? Also, ne, die kann man ja nicht mitnehmen. Beziehungsweise gegen Ganondorf werden die nichts helfen oder gegen den Dämonenkönig. Hoppla. So, hier hoch. So, und du machst mir jetzt noch eine Batterie. Das ist doch eine schöne Menge. Man kann noch mal 4 voll machen, ne? Wenn man das jetzt weiter treibt, aber das werde ich mir sparen. So, jetzt gucken wir mal nochmal, was es an Schreinen. Ich möglicherweise hier noch einen Schrein sehe in der Nähe, den wir noch nie haben. Mhm. Mitten im Miasma hier. Nordab. Achso, das vergessene Plateau. Ja, das wollten wir uns eh mal angucken. Das ist eine gute Idee. Da ist noch ein Schrein, das wissen wir ja, die Höhle. Die, da sind zwar jetzt Horrorblinds drin, aber die müssen wir halt vernichten. Oder wir rennen dran vorbei, mal gucken. So, wo war das jetzt? Dürfte ja nicht weit entfernt sein vom vergessenen Plateau. Nach Süden, ne? Hier. Da lang. Feen über den Teich. Okay.
So, das müsste hier sein, ja. Genau, jetzt gucke ich genau in die richtige Richtung. So, und die Höhle war dort hinten. Wenn es die richtige Höhle ist, was wir natürlich nicht wissen, aber wir erforschen das jetzt einfach mal. Unter uns müsste der Höhleneingang sein. Oh, ich dachte, wo ist denn? Ah, hier, in Nova kann man hier. Ich dachte, das hätten wir schon mal aufgesprengt. Da sind wir durchgegangen. Noch ein bubbliger Bernstein war da drin. So. So. Silberner Horrorblinhorn. Auch nicht schlecht. Extrem harte Spitze an der Waffe. Angriffs. Ja, bla bla bla. Das war, glaube ich, ganz gut. Das ist auch noch ein Silberner. Dass wir dem das weggenommen haben. Glaube ich, ein Schwarzer. So. Jetzt erstmal Ruhe hier. Nobu, komm her. Nicht wegrennen. Aha, das hat sich gelohnt. Okay. Haben wir doch schon unseren Schrein. Mal sehen, was hier wieder ist.
Treppe. Himmel und Erde. So viele Kugeln. Warum heißt das Himmel und Erde, auf der anderen Seite sind Kugeln? Die muss ich in die Dinger tun, aber... Gibt es möglicherweise einen Hinweis, in welchen? Erstmal außen rum, gucken wir das in Ruhe an. Also das Masterschwert ist wieder einsatzfähig. Also wir haben 4 Kugeln. Aber viel mehr so der... Die 4 jetzt hier rein tun, mal sehen, was passiert. Was passiert, wenn man es falsch macht, ne? Weil die sind erst mal alle beisammen, deswegen würde mir das als naheliegendstes erscheinen. Erstmal. Aber das kann nicht das Rätsels Lösung sein, das wäre zu einfach. Aber vielleicht kriegen wir dann einen Hinweis. Ach Himmel und... es tut sich da oben was. Mal überall eine rein, wo es am Himmel ist. Okay. Hier drüben. So, also die 2 habe ich. Hier eine, also die scheint richtig zu sein. Und die muss dahinter. Okay. Noch eine Kombination für eine Kiste. Aber das soll uns jetzt mal nicht stören. Ich sage, in den Kisten, in den Schreien ist ja nichts Gescheites mehr. Ah, doch, hier gibt es auch noch was. Eine 5. Kugel. Die muss da drüben hin, was? Ganz in der Ecke hier auf der Seite. Sehen, und hier dahinter gehen. Hier oben noch eine reintun. Hat sich nichts getan. Hier oben liegt schon eine drin, oder?
Ja. Vielleicht meint er auch die auf der ganz gegenüberliegenden Seite, aber da müsste auch schon eine drin sein. Ne, hier ist gar keine, hier gab es keine Kugeln. Also wenn es die nicht war, so viele Möglichkeiten bleiben ja nicht mehr. Falls es spiegelverkehrt ist, müsste es die da drüben. Wir legen jetzt erstmal hier noch eine rein. Na komm. Nichts zu hören. Vielleicht kriegt man das auch nur mit, wenn man rübergeht. Wenn dem so ist, lege ich es wieder in das erste rein. Ach, hier ist ja schon eine drin. Na gut, da man nichts gehört hat, legen wir die da drüben rein. Sehen. So. Nö, hat sich nichts getan, weiß ich nicht. Oder gibt's hier noch einen? Ich gehe wieder raus, ist jetzt nicht so wild. Wir wollen uns ja auch nicht ewig aufhalten. Da hätten wir wieder zwei und sind wieder voll. Wunderbar. So, jetzt wissen wir ja, wo noch Schreine sind. Dann machen wir einfach noch ein Irrschloss. Hier drüben ist eins. Leg gerade, wie ich da am gescheitsten hinkomme. Vielleicht durch die Lüfte, oder? Oder ich baue mir hier am Strand ein Boot. Schon wieder finster. So, da drüben wollen wir irgendwie hin. Haben wir hier ein paar Planken oder sowas rumliegen. Sonst machen wir es doch von oben und lassen uns per Wind übertragen. Und es gibt ja auch manchmal fliegende Steine, ne? Die vielleicht auch. Was ist das hier? Sehen, vielleicht klappt es ja mit dem Deckensprung und dort aus. Oder ich muss klettern.
Haben wir auf Energie, das reicht hoffentlich. Irgendwas muss ja die Plattform gut sein. Möglicherweise zum Ausruhen. So. Wunderbar. Nichts mit Deckensprung. Schade. Eigentlich sollte es möglich sein, theoretisch. Gewitter ist im Anmarsch. Ich komme vorher da hoch. Machen wir hier erstmal eine Pause. Eisfrüchte. Forschungstagebuch, Tag 1. Nach zwei Tagen haben wir diese einsame Insel erreicht, doch unsere Erschöpfung überschattet die Freude erheblich. Allem Ungemach zum Trotz ist es Tauro dennoch gelungen, die Steintafel am Eingang der Sonau-Ruine zu entziffern. Dem, der die Ringdrachen tief im Innersten des Labyrinths erweckt, winkt reicher Lohn. Während dieser Text neue Lebensgeister in mir weckte, brach Tauro völlig zusammen, als er damit fertig war. Leider musste ich mich daraufhin von ihm verabschieden und werde nun auf eigene Faust mit der Erkundung fortfahren. Ich hoffe, genug Eicheln und Nüsse, ach, wieder so ein Eichel-Nuss-Typ, dabei zu haben, um den Weg markieren und später zurückfinden zu können. Ich mag auf mich allein gestellt sein, aber ich werde die Erkundung und damit auch Tauros Werk erfolgreich zu Ende bringen. Hier ist das in uralter Sona-Schrift eingraviert, leider kannst du sie nicht lesen. Was denn das auch mal kennen? Das ist das Ding, wo früher Wächter drum rumgelaufen sind. Ich hoffe, man muss sich hier kein Boot bauen. Eine Eichel. Da ist noch eine Eichel. Ist das hier was oder? Ne, das ist ein Baum. So. Suchen wir eine nächste Eichel. Geh mal zu Fuß sehen. Irgendwo noch eine Eichel sehe. Also hier ist keine Eichel. Wenn hier keine Eichel auftaucht. Ist das der falsche Weg? Miasma haben sie auch wieder hier. So, also gehen wir zurück zur Eiche. Ich mich jetzt nicht verlaufe hier. So, hier müssen wir rum. Dann hier. Geradeaus und dann war eine Eiche. So. Und nochmal hier rüber, ob da noch was liegt. Also hier liegen überall keine Eichen. Also muss ich scheinbar gerade ausgehen. Also schwimmen. Gut, jetzt ziehen wir uns mal um. Huh?
Ach so. Ist hier eine Eichel zu sehen? Ja, mal so die nächste legen kann, dass man weiß, wo man lang muss. Ich sehe keine weitere Eichen. Das ist schlecht. Sonst müssten wir halt mal auf der Karte gucken, wie das Labyrinth verläuft, aber da. Wir wussten ja, dass hier irgendwie da durchging früher. Aber ob das jetzt dasselbe Labyrinth, da musste man hier unten den untersten und dann kann man ja sie durch. Also wir können da gucken, ob was ist. Da unten war es ja offensichtlich nicht. Hier lag die Eichel. So können wir entweder aber hier, wenn man hier reingeht, geht es nicht weiter. Also da unten könnte man, aber da wäre sie nicht hier gelegen. Also kann es eigentlich nur hier drüben reingehen. Meiner Meinung nach. Es müsste hier sein. Blitzschleim. Kiste, naja. Da ist auch eine Nuss. Tagebuch. Tag 2. Jeder Schritt hier will gut überlegt sein, denn überall lauert Miasma, das schon bei geringstem Kontakt den Körper infiziert. Nur gut, dass Tauro zurückgekehrt ist, denn in seinem Zustand hätte er die Erkundung hier nie überstanden. Um was genau handelt sich wohl bei diesem Miasma? Und die andere große Frage ist, ob die verschollene Prinzessin und ihr Ritter, die in Schloss Hyrule das Miasma erkunden wollten, gefunden wurden? Hoffen wir das Beste für die beiden. So, wo sind wir denn jetzt? Hier. Ich bin ja von hier gekommen. Und da lag eine Nuss. Aber wenn ich jetzt noch hier weitergehe, dann dürfte es ja eine tote Wand. Auch da ist wieder eine Nuss. Eine Eichel diesmal. Wo kann es denn hier weitergehen? Das ist der Schluss. Oder nicht? Doch, wieder eine Nuss. Ah, eine Leiter. Nuss. Jetzt sind wir auf der richtigen Spur. Nuss. 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 Ah. Ah, sind wir schon. Wunderbar. Ich wollte es doch nur lesen. Ach, dann sind sie Nova. So, Tagebuch, Tag 3. Endlich habe ich ein Relikt der Sonau entdeckt und kann es kaum erwarten, Tauro davon zu berichten. Allerdings ist meine Neugier noch nicht völlig gestillt, sodass ich zögere, mich jetzt schon auf den Rückweg zu begeben. Wie man wohl auf die unteren Ebenen der Ruine gelangt, die ich von hier oben aus sehen kann? Mach mal hier.
Als Herrscher der Drachen sage ich dir, der du das Labyrinth der Erde durchschritten hast, eine weitere Tür hat sich dir geöffnet, besuche die südliche Seite des Labyrinths des Himmels. Südliche Seite da oben. Wow. Oh ja, blöd, wenn ich da jetzt hin. Erstmal machen wir nämlich hier den Schrein. Zeit, weil ich unbegrenzte Energie. Nicht schlecht, damit schauen wir es vielleicht dort hoch. Da wird er noch zu sein, oder? Ja, komisch, wenn das jetzt schon offen wäre. Sollen ja in den Himmel gehen und dort wieder ein Rätsel lösen. Fackel. Fackel. Bringt mich auf eine Idee. Ah, jetzt kommt das Gewitter, was von vorhin angezeigt wurde. Mal gucken, was wir ausgerüstet haben. Das ist okay. Das ist auch okay. Das ist nicht okay. Und das ist sowieso okay. Ich wollte eigentlich einen Ballon und dann hier hoch. Den kann ich ja nicht hier reinstellen. Dann ist Gewitter vorbei. Ist besser. Halt die Frage, wenn wir jetzt nach oben steigen, ob wir da irgendwo Dummes anstoßen. Ja, wir können es ja mal probieren. Also Tasche. Wo ist so ein Ballon? Da ist ein Ballon. So. So. Ausprobieren. Sonst müssen wir halt auf einen anderen Weg hin.
Sehen, wie hoch man damit. Irgendwann löst er sich ja auch auf. Haben wir festgestellt. Halt hoch genug kommen, damit ich dieses Ding umfliegen kann. Aber es sieht schon ganz schön hoch aus, ob wir das schaffen. Ich zweifle daran. Mal gucken, ob meine Zweifel berechtigt sind. Jetzt machen wir gleich an dem Ding vorbei. Ich kann natürlich da drauf landen und dort einen neuen Ballon aus. Und es wird nichts. Der hört jetzt schon auf. Nicht mal bis da oben geschafft. Na gut, wie kommen wir da am gescheitsten hoch? Karte. Hier ist was. Und hier. Das ist wahrscheinlich ziemlich hoch hier unten. Da kann man mal gucken, ob wir das erkennen von dort. Wahrscheinlich auch über uns, oder? Ja, ist auch über uns. Also bleibt uns nur eins. Der Turm. Oder wir schauen mal, wie es von hier aus aussieht, ob da irgendwas zu bauen ist von da. Was war denn das? Das da für ein Ring. War sicher irgendeine Herausforderung. Da hatten wir uns bis noch viel weiter hochgeschossen. Und da drüben müssen wir hin. Ist das Norden? Ne, da ist Norden. Da müssen wir hin. Nicht. Sind ja auch noch, wann? Wo müssen wir hin? Aufs Südliche, ne? Nur jetzt aufs Südliche, nicht aufs Nördliche. Wenn wir hier von hier fliegen, kommen wir zu niedrig. Zwar von der Ausdauer her könnten wir es schaffen, dann müssen wir uns doch ein Fahrzeug besorgen.
Vielleicht haben wir Glück und noch ein paar Schubser und wir schaffen es gerade so. Also an der Ausdauer scheitert es nicht, nur... Also vermute ich jetzt mal, zur Not kann ich ja auch noch was essen, ne? Nur an der fehlenden Höhe könnte es scheitern. Wenn wir es schaffen, wird es auf jeden Fall knapp. Na komm, Tulin, hol dich noch ein kleines Stück. Ach, ja. Komm, Tulin, noch ein Booster, dann können wir uns wenigstens festhalten. Geschafft. Wer hätte das gedacht? Na dann auf zu dem Schrein hier. So. Übermut zum Sprung. Aber Übermut tut selten gut, ihr Lieben. Ach so, und wegen der Schwerkraft. Ja, dann. Rampen. Nein. Okay, man muss da... verstehe. Naja, wir haben ja einige Versuche. Also wäre hier das wär besser gewesen. War leider weggerutscht. Also, wir wissen jetzt. Wir nehmen das. Geradeaus und dann rüber zu. Wow. Okay.
Ist aber auch Mist. Naja, wir wissen jetzt, wie wir ungefähr machen müssen. Dürfen halt nirgendwo hängen bleiben. Wie geht's da hinten weiter? Noch einer. Kann man nicht gebrauchen. Das Auto, was da drüben steht. Ja, ich wollte einfach eine Waffe ausrüsten, die mir was nützt. Holzbogen. Ich dachte, er hätte was Besseres. So, jetzt bin ich gespannt, ob ich bis nüber komme. Wahrscheinlich schon. Auf geht's. Ja! Bumm. Na, das war doch ein cooler Schrein.
Schön, dass wir den noch gemacht haben. Irland, Himmel. Ja, und was wir in dem Irland-Himmel erleben, das schauen wir uns das nächste Mal an. Und dann machen wir wahrscheinlich auch uns auf den Weg ins Schloss zum Dämonenkönig. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Und ich sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Astronier. Tschüssi.